So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Jagdausflug auf der Jagd nach dem Great One Dammhirsch. Neuer Tag beginnt, 10:30 Uhr und wir warten, bis die ersten kommen. Oh, da kommen sie auch schon. Das ging schnell. Sogar einen 200 plus. Ja, auf jeden Fall größer als der. Den können wir uns eigentlich schon rausnehmen, ne? Gott, jetzt wollte ich gerade abdrücken in dem Moment. Gut, dass ich einen kleinen Moment gewartet habe. Der ist in jedem Fall getroffen. Problem ist, ich kann ihn nicht spotten. Also nochmal neu, dass wir jetzt die Anzeige haben, wie viel Leben er noch hat. Ja, da hinten wäre er auch schon wieder zu weit weg auf der Anhöhe. Von daher setzen wir mal hier den Marker. Liegt aber, der liegt, ne? Wir haben den Jagddruck da. Der liegt sehr gut. Dann liegt er wahrscheinlich auch irgendwo kurz hinter dem Hügel. So, die waren im Abgang. Genau. Jetzt brauchen wir Herde Nummer 2. Ja, fängt doch schon gut an. Fängt doch schon gut an. Herde Nummer 2 sollte ja auch gleich kommen. Nur die Frage, wann und wo. Also wo ist klar. Aber wann? Ist das schon da hinten die zweite Herde gerade oder ist das noch von der Herde, die jetzt gerade hier war? Nee, da kommt die zweite Herde. Ein sehr kleines Männchen. Ja, das ist auch nicht wirklich groß, ne? Eine besondere Fellfarbe, irgendwas Außergewöhnliches. Wäre dann hier noch ganz nett zur Abwechslung. So natürlich mal wieder völlig für den Allerwertesten. Der liegt auch, okay. Jetzt können wir noch gucken, dass wir die Herde von da hinten noch erwischen. Bin mal gespannt. Oder ob es sich zeittechnisch gerade eher rechnet, wenn wir die hier einmal gerade einsammeln. Und uns dann auf den Hochsitz setzen. Das kann natürlich gut sein, ne? Ja, pass auf, machen wir auch so. Ich würde sagen, wir sammeln die beiden da erstmal ein und hoffen mal darauf, dass die dritte Herde von da hinten erst dann kommt, wenn wir auf dem Hochsitz Platz genommen haben oder auf dem Weg dahin sind, kurz davor sind. Das wäre natürlich dann das Optimum. Noch sieht das gut aus. Ja, macht auch Sinn, wenn wir erstmal vielleicht mal hierhin laufen. Ne? Holen wir uns erst den und dann müssen wir nicht immer zurücklaufen.
Ich hoffe, die Zeit reicht. Guck mal an, der war es also schon mal nicht. Ist so die Frage. Wo er ist, ne? Der Anschuss. Trabend, nee, da läuft er noch hin. Irgendwo hier müsste er dann aber auch liegen, ne? Sind die schon da? Nein, sehr gut. Das ist hier die Spur nach dorthin. Wir brauchen die Spur von dort weg. Ach komm schon, lag ich jetzt so weit daneben mit der Markierung? Nein, das war die letzte Sichtung, ne? Natürlich, da war die letzte Sichtung. Also. Da hinten kommen sie an. Komm, dann egal, ne? Dann einfach egal. Dann nehmen wir ihn da jetzt raus und dann können wir hier ganz in Ruhe suchen. Einmal nochmal durchatmen. Ja, der bleibt auch davon liegen, passt. So, und jetzt möchte ich den Anschuss hier haben. Wo ist denn der hin? Habe ich mich so vertan? Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ja, habe ich. Guck mal. Hier läuft er lang. Alles klar. Mein Gott, wie habe ich den denn gemarkert? Aber da war ja auch, war genau auf der Position, ne? Letzte Sichtung, die wir da hatten. Keine Ahnung, warum er die dann. Sorry, warum er die ja nicht genommen hat. Wo wir dann wirklich die letzte Sichtung hatten. So, dann sammeln wir die beiden auch noch ein. Ja, auf der Flucht ist okay. Hau ruhig ab. Das ist okay. So, dann haben wir hier den nächsten und dann holen wir uns den da vorne auch noch ab. Wieso stehen die hier immer noch? Das ist ja lustig. Okay. Ja, jetzt hauen sie ab. Gut, dann sagen wir uns die beiden nochmal ein.
Und wo liegt er jetzt drum? Da vorne. Okay. In Gold. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal einmal gerade rüber und gucken mal ans andere Ufer. Ist auch nichts, was hier runterkommt, ne? Gar nichts. Zeitlich gut dabei. Und hier sind wir zeitlich schon wieder scheiße dabei. Okay, dann gehen wir erstmal wieder hier rüber und gucken hier nochmal nach. Was? Ach, da steht das Weibchen wieder vor. Ja, es hätte mich ja auch gewundert, ne? Blödes Vieh. So, 32. War der gerade gecheckt? Also, Moment mal. War der gerade gescheckt? Nein, oder? Steht der denn jetzt wirklich vor dem Weibchen? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob wir davon hier vernünftig drankommen. Versuchen das jetzt einfach mal. Erwischt haben wir ihn. Ja, der liegt auch, ne? Der liegt. Den holen wir uns. In Gold und Schoko. Okay. Hier mal keinen stehen, also gehen wir direkt schon mal rüber hier. Ja, da hinten.
Da haben wir einen stehen, aber ich glaube, da steht wieder das Weibchen vorne. Es ist doch, ach, es ist doch zum Kotzen. Ich glaube, wir schießen eher jetzt dem Weibchen in den Allerwertesten, bevor wir da im Ansatz einen sicheren Schuss setzen könnten. Meine Güte, ey. Und dafür sind wir, glaube ich, einfach zu weit entfernt. Ich werde es trotzdem mal von hier aus probieren. Nee, es wird ein Arsch. Schuss. Verdammt, ey. Diese Weiber, ne? Diese Weibchen hier. Ich hasse es, dass die sich ständig, egal wo man steht, egal aus welcher Position, aus welcher Höhe, aus welcher Entfernung, aus welchem Winkel, ständig die Weiber vor den Böcken stehen. Ne, das ist doch nicht normal. Das ist doch wirklich nicht normal. Und jetzt ist das Weibchen weg. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, oder? Ihr wollt mich doch wirklich komplett verarschen. Wenn du dich jetzt... Ja, bleib mal schön dahinter, genau. Ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Ja, super. Der ging natürlich wieder vollends daneben, weil jetzt steht die Alte mit dem Arsch wieder davor. Was bist du denn für ein Männchen? Mein Gott! Was bist denn du für einer? Jetzt muss aber auch mal gut sein, oder? Bleibst du jetzt da stehen? Alter. Ich wollte gerade sagen, ey. Stellt sich das nächste Weibchen davor. Ey, Mann, was ist denn das für ein Scheiß? Meine Güte. Ehrlich. Hör mal, das gibt's doch gar nicht. Du willst dem knackigen Kerl hier in die Lunge schießen, Alter. Warte mal, du musst erst einmal im Arsch vorbei. Manchmal nervt es, ne? Manchmal ist es einfach nur am Nerven. So, aber auch dafür haben wir dann noch safe erlegt. Und dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, warum der Jagddruck hier so hoch ist. Ja, guten Morgen. Dann würde ich sagen, wir reisen hier nochmal schnell rüber und gucken doch mal, ob da mittlerweile eine Herde steht. Mein Gott, ey. Ja, da stehen welche. Dum 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 dum. Warte mal. Warte mal. Waldemar. Das Warum?
Warum? Doch da. Ach, so ein kleiner Winzling. Ach, komm schon, ey. Denk doch noch an der Milchdrüse. Was denn hier los? Sowas kannst du doch eigentlich nicht erlegen. Gott, ey. Das ist ja schon fast Mitleid. Und der will in Silber sein? Echt jetzt? Hey, komm, der trägt Perücke. Der kann doch nicht Silber sein. Meine Güte, wo ist denn das Niveau hin? Von dem Spiel. Der Anspruch. Muss erst erstmal erkennen, dass du ein Männchen ist, ne? Und dann scored er dann noch safe in Silber. So, hier war es ja so, dass die auf jeden Fall später kam, ne? Oh, ja. Haben wir schon so spät? Ein, zwei, drei Männchen. Warte mal. Rechts sind auch noch welche. Vier. Oh. Fünf. Okay. Ich habe das Gefühl, dass mein Hochstand hier immer mehr vom Wasser entfernt steht. Immer mehr. Von Folge zu Folge. Hallo? Ah. Hallo? Die Matrix singen? Okay. Nee, ich wollte gerade sagen, der treibt. Aber nee, der treibt gar nicht. So, wenn er nochmal ein kleines Stück rumkommt, haben wir ihn auch. Okay. Das wäre echt schon wieder voll das Risiko, ne? Das lohnt sich wieder nicht. Der andere Punkt ist, wenn ich da jetzt wieder rüberlaufe, einen guten Winkel habe, ja, dann habe ich auch wieder einen ungeheuer hohen Jagddruck da vorne. Echt genau das, was ich nicht möchte, ne? 12:11 Uhr.
Ja, ist auch kein anderer mit zugekommen, ne? Wir haben, wenn überhaupt, nur die Chance auf ihn, dass wir den noch legen können. Ja, genau. Und zack, dreht der Puls durch. Achso, ja, klar, natürlich. Wir sind ja gerade durchs Wasser gelaufen, ne? Natürlich. Der liegt perfekt. Super, dann können wir einmal gerade nachladen. Wäre auch der Hammer, ne? Was mir gerade so durch den Kopf geht, das Ganze hier ist in Unreal Engine 5 irgendwann mal wäre, ne? Dass du echt das Gefühl hast, du bist mittendrin statt nur dabei. Das wäre natürlich nochmal der Hammer, ne? Ich glaube nicht, dass wir uns die Illusion machen müssen und dass das passieren wird, aber wow, wäre das geil. Ja, klein Idewitz. Da, wo kommen die da hinten schon wieder alle her? Aber so groß ist er da auch nicht, ne? Das ist auch nur ein klitzekleiner, ne? Ach komm schon, ey. 150. Wo steht er? Da hinten. Boah, aber scheiß Winkel. Bin mal gespannt. 75, 50, 25, 0 liegt. Okay, perfekt. Okay, dann würde ich sagen, sparen wir uns jetzt auch mal die Laufwege und machen das Ganze mal mit der Schnellreise. Zwölf, 27. Dann haben wir nämlich jetzt wirklich noch Zeit für die Küste. Und hier haben wir dann erstmal die Männchen jetzt erstmal alle weg. Natürlich, ja klar, da hinten standen noch 4 bis 5 Stück rum. Aber so haben wir die auf jeden Fall auch fürs nächste Mal wieder safe, dass wir auch wissen, dass wir auch die Menge da stehen haben und immer noch problemlos immer wieder ein, zwei rausholen können. Schalldämpfer für Gewehre wäre dann natürlich nochmal optimal. Ich meine, wird im RL gerade in Amerika ja auch genutzt. Bin mal gespannt, ob sowas jemals eingefügt wird, ist ja schon oft gewünscht worden. Normalerweise gehen die auch auf viele Wünsche drauf ein. Aber da bin ich echt nochmal gespannt, ob sowas kommt. Wäre auf jeden Fall für sowas gerade auch nochmal eine tolle Abwechslung. Dass man nicht unbedingt jetzt auf die Entfernung gehen muss, ne? Oder auf die Luftgewehre und so weiter, sondern oder Pfeil und Bogen, ne? Sondern dass man dann halt wirklich auch schön gepflegt dabei gehen kann, ne?
Ja, da ist auch noch ein kleiner, was haben wir hier? 55. Auch noch mal so ein kleiner. Ah, der ist schon ein bisschen besser. 203, der ist unten drunter. Ja, dann haben wir unser Ziel der Begierde doch schon mal rausgesucht. Und das sogar. Bin ein schöner Weißer. So, 25-0 liegt. Mehr wollen wir doch gar nicht. Einmal nachladen. So, wieder wechseln und dann laufen wir rüber. Irgendwann wird es mal so weit sein, dass ich wieder einen Weißen sehe. In Wirklichkeit ist ein Albino. Ich denke mir, komm, kommt es eh nicht drauf an. Ist ja nur ein Weißer und verschießt ihn komplett und das auch wahrscheinlich noch bewusst. Ich glaube, dann würde ich. Am besten gar nicht drüber nachdenken, ne? Denn, weil ich glaube, dann. Mann, würde ich einen Koller kriegen. Ich habe damals schon meinen allerersten Dia gelöscht. Das war schon das Allerschlimmste. Sieht einfach schön aus, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt hier wieder rüber. Okay, und stellen fest, hier ist mal wieder nur Bullshit. Alles nur die Kleinen, ne? Alles echt die Kleinen. Da vorne, wie üblich, das genau eine Weibchen, wie üblich. Pass auf, jetzt gehen wir hier wieder rüber und der Strand steht voll. Das ist unfassbar. Das ist echt unfassbar. Wahrscheinlich sollten wir auch wieder mal hier anfangen, ne? Rüber gucken an den Strand, dann rüber switchen und da haben wir wahrscheinlich irgendwelche Großen dann stehen. Das ist so irre. Das ist einfach irre. So, passt auf. Seht ihr? Das ist einfach krass. Das ist der Wahnsinn. Jedes Mal, ne? Jedes Mal. So, da haben wir zumindest auch unter 200, ne? Ja, ein Point mehr, ne? Ach, das ist. Das ist es alles nicht wert, ne? Rausnehmen müssen wir so auf jeden Fall. Ja. 91, 16 und komm, Baby. 92. Wobei der natürlich. Warum steht denn der jetzt schon wieder davor eigentlich? Kann mir das mal irgendjemand erzählen? Warum der das boah, Mann. Fehlen mir echt die Worte. Da fehlen mir die Worte. Warum?
So, 75. Ah, jetzt kann ich ihn da hinten wieder nicht. Doch, hier. Da kann ich nochmal ansetzen. Sollte aber auch gleich irgendwann fallen. Geil. Voll geil, ich liebe sowas, ne? Komm, nochmal. Ja, hier. Stumpf dran vorbeigelaufen. Es reizt mich immer mehr, ne? Auf die Türkei-Jagd zu gehen. Schrotflinte. Und dann Truthahn, Truthahn, Truthahn. Einen nach den anderen. Einen nach dem anderen. So, meine Güte. Und dann erstmal alles wieder in Dia rauskloppen. Ne? Da hätte ich wieder mal richtig Bock drauf. Gut, wir haben im Moment den Salty, was die Dia-Jagd angeht, ja auch noch am Laufen. Aber danach, ne, sollten wir dann vielleicht mal mit Schrot ein bisschen unterwegs sein. Hätte ich Bock drauf. Und da dann auch mal wieder safe die Dias zusammen zu bekommen. So, wir haben 13:04 Uhr, gutes Timing. Dann haben wir hier noch eine Chance. Ja, guck mal einen an. Genau. Da steht wieder ein Weibchen vor. Ich werd bekloppt, ne? Ich werd bekloppt. Das kann doch nicht sein. Warum? Oh. Jetzt ist es weg. Okay. Komm schon. Komm schon. So, Dankeschön. Liegt. Ja, dann sind wir an diesem Tag auf jeden Fall schon wieder so weit mit durch. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, einen Abo, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Leute, jeder Support hilft. Für euch, wie gesagt, immer nur ein Klick. Für mich eine riesen Unterstützung. Aktiviert dann auch gerne die Glocke, damit ihr auch den nächsten Livestream und die nächsten Folgen nicht verpasst. Ich würde mich echt tierisch darüber freuen. Und ja, damit würde ich sagen, würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Jagdausflug wieder mit dabei seid. Unterstützt mich gerne und dann macht euch einen schönen Tag, macht euch einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.